Wir haben schon 17 nach, daher fangen wir jetzt auch an, auf vielfachen Wunsch mit einem extra lauten Mikrofon, damit die Leute, die diese Reihe nicht besetzen, sondern lieber da ganz hinten sitzen, mich auch perfekt verstehen können. Einige von Ihnen haben heute Morgen schon ihre erste AG gehabt und haben da hoffentlich alles wiederholt, was wir letzte Woche gemacht haben. Die anderen haben ihre AGs später und machen das Gleiche, hoffe ich. Damit wir alle auf Stand sind, habe ich heute das Thema Pflichten. Sie erinnern sich, letzte Woche Donnerstag haben wir gesprochen über die Entstehung von Schuldverhältnissen und genau da machen wir jetzt weiter. Bevor wir aber weitermachen, muss ich erst die tägliche Werbung Ihnen machen. Morgen findet statt, das sehen Sie alle nicht, weil meine Mitarbeiter es nicht hingekriegt haben, morgen findet in diesem Hörsaal um 10 Uhr statt der Semestereröffnungsvortrag. Was ist das? Da kommen prominente Leute aus ganz Deutschland und erzählen darüber, was gerade schick im Jura ist. Und der Eröffnungsvortrag dieses Semester hat den tollen Titel Sozialer Wandel und Verantwortung des Rechts, das Konfliktfeld Familie. Und jetzt denken Sie sich, worum geht es da? Es geht zum Beispiel um die Homo-Ehe. Das kennen Sie alle, ja? Mann und Mann oder Frau und Frau wollen heiraten. Es geht aber auch um viel einfachere Fragen, zum Beispiel, ist der Mann der Herr im Haus? Es gab Zeiten in Deutschland, da gab es die sogenannte Verwaltungsgemeinschaft im Eherecht. Dann hatte zwar jeder eigenes Vermögen, aber der Mann durfte entscheiden, was mit dem Geld passiert. Und diese Zeiten sind vorbei. Oder auch Fragen, Ehescheidung, Zerrüttungsprinzip oder Schuldprinzip. All diese tollen Fragen sind für Sie unheimlich spannend, weil Sie ja Jura studieren und nicht an der Fachhochschule sind. Und deshalb sollten Sie morgen unbedingt dahin gehen. Es sind auch alle Professoren da und die gucken dann, wer da ist und wer nicht da ist. Also kommen Sie bitte zahlreich, das ist eine wichtige Veranstaltung. So, gucken wir, wo wir dran sind. Letzten Donnerstag haben wir gemacht die Entstehung von Schuldverhältnissen. Sie erinnern sich düster, wir haben über 311 BGB besprochen. Wir haben über 311, 311a und 311b und 311c gesprochen. Heute machen wir 241. Der 241 ist uns letzte Woche auch schon mal begegnet. Sie erinnern sich, als wir über die Culpa in Contrahendo gesprochen haben. Und morgen ist, wie gesagt, der Eröffnungsvortrag, daher keine Vorlesung. Am Donnerstag geht es dann ein bisschen wie so Sesamstraßenmäßig, wie, wer, wo, wann. Also Regelungen dazu, wie man Pflichten erfüllen muss. Ja? Jedem System klar, letzte Woche Entstehung, diese Woche Pflichten. Insbesondere, was sind Pflichten und wie muss man sie erfüllen. Jetzt gucken wir, ob es diesmal funktioniert mit dem Online-Abstimmen. Sie müssen jetzt wieder auf diese Adresse hier gehen. Ja, das gucken wir mal, ob das klappt. Also ich habe es eben in meinem Büro getestet, da hat das geklappt. Dieser Raum kann nicht schlechter sein als mein Büro. Sehen Sie, einer hat schon abgestimmt, deshalb steht hier eine kleine 1. Zwei. Ja, also ich kann mitzählen, wie viele abstimmen. Nämlich 3. Ja komm, ein paar mehr. Zehn immerhin schon. Wir nähern uns der 10%-Quote. Ah, 44, 45, kommen wir noch auf 50, 52. So, jetzt machen wir hier so, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht und zack, die erste Aussage ist richtig.
Sie erinnern sich alle an das Prüfungsschema, wo ich Ihnen gesagt habe, wenn Sie eine einzige Sache dieses Semester lernen, ist das Paragraph 280. Und Sie müssen am Ende dieses Semesters 280 im Schlaf können. Wenn Sie also jemand um 3 Uhr morgens weckt, müssen Sie dieses Schema auch sagen können. Und der erste Prüfungspunkt ist Schuldverhältnis. Und da prüfen Sie das, was wir letzte Woche gelernt haben. Entweder es besteht ein Vertrag oder es besteht ein rechtsgeschäftsähnliches Schuldverhältnis nach 311 Absatz 2. Das ist alles, was Sie da prüfen müssen. Der zweite Punkt. In 280 muss der Anspruchsteller eine Pflichtverletzung beweisen. Ja, das ist die zweite Voraussetzung. Zweite Voraussetzung ist Pflichtverletzung. Haben wir letzte Woche auch ganz kurz angesprochen, machen wir heute ganz intensiv. Es gibt Leistungspflichten und es gibt Rücksichtnahmepflichten. 241 Absatz 1 und 241 Absatz 2. Jetzt kommt die erste Aussage, die nicht stimmt, nämlich vertreten müssen in 280 Absatz 1 Satz 2 BGB meint dasselbe wie verschulden, nämlich Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Warum stimmt diese Aussage nicht? Die ist durchgestrichen, also ist sie falsch. Gucken Sie ins Gesetz und dann finden Sie bei 276 folgende Regelungen zum Vertreten müssen. Ja? Genau das ist es. In Vorsatz oder Fahrlässigkeit ist es immer der eigene Vorsatz. Man selber handelt mit Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung, das heißt, man hat selber Vorsatz. Oder bei Fahrlässigkeit heißt es, man lässt selber die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht. Wir haben aber gesehen, 278 BGB sagt, ich habe nicht nur eigenes Verschulden zu vertreten, sondern auch das Verschulden meiner Erfüllungsgehilfen. Der Chef muss verantworten, was seine Mitarbeiter falsch machen. Sie erinnern sich? Wir haben über 278 gesprochen. Es gibt einen weiteren Unterschied. Wenn Sie den 276 Absatz 1 sich angucken, dann steht da drin, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. Das heißt, vertreten müssen kann mehr bedeuten als Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Es kann aber auch weniger bedeuten. Zum Beispiel, wenn Sie grobe Fahrlässigkeit haben oder nur Vorsatz. Ja? Vertreten müssen kann mehr sein, es kann aber auch weniger sein als verschulden. Das ist schlicht was anderes. Aus 280 BGB kann nur Schadenersatz verlangt werden. Das ist relativ offensichtlich. Wenn Sie den Paragraphen lesen, ja, dann sehen Sie, was die Rechtsfolge ist. Nämlich, was ist die Rechtsfolge von 280 Absatz 1 Satz 1 BGB? Kann den dadurch entstehenden Schaden ersetzt verlangen. Das heißt, genau Schadensersatz. Das heißt, das müssen wir nicht mal auswendig wissen, steht alles im Gesetz. Das ist eigentlich wie Urlaub im Jura. Die haben das perfekte Skript in der Klausur dabei. So, ich habe aber noch ein paar mehr Fragen für Sie. Wir haben gesprochen über den Begriff des Schuldverhältnisses. Es geht jetzt etwas schneller. Hm? 73, 74, 75. So, gucken wir. In jedem Schuldverhältnis gibt es Pflichten. Wir haben gesehen, ganz am Anfang, der erste Paragraph im Schuldrecht ist 241. Und 241 sagt, was ein Schuldverhältnis ausmacht, nämlich entweder Leistungspflichten nach Absatz 1 oder zumindest Rücksichtnahmepflichten nach Absatz 2. Es gibt kein Schuldverhältnis ohne Pflichten. Jedes Schuldverhältnis hat mindestens eine Pflicht. Zweitens, Schuldverhältnisse können durch Verträge entstehen.
Das ist der Fall. Welchen Paragraphen kann man das ausdrücklich entnehmen? Ja? 311, und zwar welcher Absatz von 311? Absatz 1. 311 Absatz 1 sagt, rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse entstehen durch Verträge, es sei denn, es ist irgendwas anderes bestimmt. Und wir haben gesehen, etwas anderes bestimmt ist nur für die Auslobung und die müssen Sie nicht kennen. Das heißt, Sie haben es einfach, Sie müssen die schwierigen Sachen nicht wissen. Es gibt auch Schuldverhältnisse, die nicht auf Verträgen beruhen, das stimmt. Wir haben sogar schon welche kennengelernt, nämlich welche Schuldverhältnisse beruhen nicht auf Verträgen, sondern auf was anderem. Ja? Gesetzliche Schuldverhältnisse. Da haben wir gesehen, es gibt die GOA, die Geschäftsführung ohne Auftrag. Wir haben gesehen das Bereicherungsrecht. Wir haben gesehen das Deliktsrecht. Und wir haben gesehen das EBV. Das sind die gesetzlichen Schuldverhältnisse, die entstehen automatisch, wenn ein bestimmter Sachverhalt vorliegt. Aber das sind nicht alle Schuldverhältnisse, die wir kennengelernt haben. Wir haben nur eine dritte Kategorie kennengelernt. Ja? Rechtsgeschäft ähnliche Schuldverhältnisse. Und wo finden wir die? Wo sind die geregelt? Ja, 311 Absatz 2 BGB. Und der hat, wie Sie gesehen haben, drei Nummern. Nämlich erstens die Vertragsverhandlungen, zweitens die Vertragsanbahnung und drittens die ähnlichen geschäftlichen Kontakte. Gut. Letzte Aussage. Alle Schuldverhältnisse sind im Schuldrecht geregelt. Nein, wir haben nämlich eins kennengelernt, was nicht im Schuldrecht ist, nämlich welches ist relativ weit hinten im BGB geregelt? Also relativ, es hat 2000 Paragraphen, noch nicht mal hinter der Hälfte. Ja? 985 folgende regelt insbesondere die Herausgabepflichten des Eigentümers, des Besitzers gegenüber dem Eigentümer und auch Nutzungsersatz, Schadens etc. Und ich habe Ihnen gesagt, ein gesetzliches Schuldverhältnis haben Sie bereits im ersten Semester kennengelernt, das heißt es ist im BGB-AT geregelt. Ach nein, das ist kein Schuldverhältnis, das war jetzt schlecht. Nein. Ein Schuldverhältnis, was Sie im ersten Semester kennengelernt haben, was ganz früh im BGB geregelt ist. Im BGB-AT geregelt ist. Wo finden Sie da ein gesetzliches Schuldverhältnis? Ja? 179 BGB ist ein gesetzliches Schuldverhältnis. Das ist kein vertragliches Schuldverhältnis, weil der Vertreter ausdrücklich sagt, ich will mich nicht selber verpflichten, sondern ich will jemand anderen verpflichten. Damit haben wir keine zwei übereinstimmenden Willenserklärungen und keinen Vertrag. Deshalb sagt das Gesetz ausdrücklich, ich kann auch vom Vertreter ohne Vertretungsmacht Erfüllung verlangen. Das ist ein gesetzliches Schuldverhältnis. Ja? Gut. Letzte Wiederholungsfolie. Dann haben wir es aber auch hinter uns. So viele Sachen gelernt. Sehen Sie, wenn wir das Tempo beibehalten, dann sind wir nächste Woche fertig. Ja, schauen wir, alle Aussagen richtig. 311b BGB verlangt für bestimmte Geschäfte die Einhaltung einer Form. Sie erinnern sich düster, das ist insbesondere wichtig bei den Grundstücksgeschäften. 311b Absatz 1, Satz 1, brauchen Sie notarielle Beurkundung. Klar, kennt jeder. 311b BGB bestimmt, dass Verträge über bestimmte Gegenstände nichtig sind.
Sie haben gesehen, das sind Verträge über künftiges Vermögen oder Verträge über eine Erbschaft. Wenn Sie jetzt schon mit der Erbschaft Ihrer Eltern Geschäft schließen wollen, das verbietet das BGB. Das ist pietätslos. Setzt auch Anreize, Leute umzubringen und sowas. Ja? Man kann auch wirksam Verträge schließen, die man nicht erfüllen kann. Wo steht das ausdrücklich? Ja? 311a Absatz 1. Auch Verträge auf eine unmögliche Leistung sind wirksam. Und last but not least, ausnahmsweise kann man sich nach herrschender Meinung nicht auf einen Verstoß gegen eine Formvorschrift berufen. Diejenigen, die heute Morgen schon AG gehabt haben, müssten das kennen. Welche Norm kann man da heranziehen, um zu sagen, es ist unzulässig, sich auf einen Verstoß gegen 125 Satz 1 BGB zu berufen? Ja? Ja, 242 BGB wird ausnahmsweise herangezogen, wenn man sagt, welche zwei Voraussetzungen brauchen wir dafür immer? Was prüfen wir bei 242? Ja? Ja, wir brauchen zwei Voraussetzungen. Derjenige, dem was verwehrt wird, muss sich treuwidrig verhalten. Das heißt, wir müssen ihm was Böses vorwerfen können. Und derjenige, der begünstigt wird, muss schutzbedürftig sein. Nur wenn beide Voraussetzungen vorliegen, kann man sich auf 242 berufen. Das machen Sie ganz im Detail, hoffentlich in Ihrer AG. Und wenn nicht, beschweren Sie sich bei mir. Dann sage ich dem AG-Leiter hier, dass er das machen soll. So, wir kommen jetzt zum Thema Pflichten. Das ist nicht schwierig, das Thema. Pflichten, haben wir gesehen, sind im allerersten Paragraphen geregelt, 241. Und 241 Absatz 1 regelt zunächst Leistungspflichten. Leistungspflichten zeichnen sich dadurch aus, dass man sie einklagen kann. Und nur wenn sie ausnahmsweise mal nicht erfüllt werden und man die Nase voll hat, kann man stattdessen Schadensersatz verlangen. Gucken wir uns gleich näher an. Neben den Leistungspflichten gibt es aber auch die Rücksichtnahmepflichten und die kann man gerade nicht einklagen. Sie können nicht darauf klagen, sei nett zu mir, weil dann der Gerichtsvollzieher nicht weiß, was er machen soll. Wichtig, es spielt keine Rolle, ob eine Leistungspflicht oder eine Rücksichtnahmepflicht verletzt worden ist, für den Schadensersatz. In beiden Fällen können Sie 280 anwenden, weil 280 spricht nur von Pflicht und Pflicht sind beide. Das, was wir auch schon ganz in der ersten Stunde mal gesehen haben, ist, es gibt auch Obliegenheiten. Obliegenheiten heißen deshalb Obliegenheiten, weil sie keine Pflichten sind. Das sind Sachen, die Sie im eigenen Interesse machen müssen. Im eigenen Interesse sollten Sie zum Beispiel, wenn Sie auf die Straße gehen, Schuhe anziehen, denn es könnten da Glasscherben liegen. Es gibt keine gesetzliche Pflicht, die sagt, ziehe Schuhe an, wenn du rausgehst. Wenn Sie es nicht machen, haben Sie aber ein Problem, wenn Sie einen Schaden leiden, müssen Sie ihn halt selber bezahlen. Schwierig wird es dann bei so Sachen wie Fahrradhelm zum Beispiel. Es gibt keine gesetzliche Pflicht, dass man einen Fahrradhelm tragen muss. Es gibt aber eindeutige Statistiken, die sagen, wenn man als Radfahrer einen Fahrradhelm trägt, lebt man weniger gefährlich, wenn man keinen trägt. Denn die Mehrzahl der Fahrradunfälle, die schlimme Folgen haben, sind Kopfverletzungen. Das heißt, man könnte überlegen, ob man als Fahrradfahrer einen Helm tragen muss. Aber dann muss man überlegen, ist das zumutbar? Und zumutbar ist nur das, was die Bevölkerung akzeptiert. Und dann guckt man auf der Straße, stellt fest, keiner trägt einen Fahrradhelm. Und wenn Sie einen tragen müssten, wäre es uncool. Und zu uncoolen Sachen kann man niemanden zwingen. Ja? So. Jetzt steht auf dieser Folie eine Definition. Die steht da deshalb drauf, weil Studenten immer Definitionen total toll finden. Ich sage Ihnen dazu Folgendes, wenn Sie diesen Satz in der Klausur bringen, kriegen Sie dafür keine Punkte. Sie können die gerne auswendig lernen oder auch nicht. Diese Definition ist völlig nichtssagend. Sie müssen in 280 Absatz 1 immer prüfen, Pflicht verletzt. Und dann gibt es Leute, die definieren das und sagen, Pflichtverletzung ist jedes
objektiv nicht dem Pflichtenkreis und damit nicht dem Schuldverhältnis entsprechende Verhalten des Schuldners. Verhalten bedeutet, ich muss nicht unbedingt was tun, es kann auch ein Unterlassen sein. Zum Beispiel haben wir letzte Woche schon gesehen, wenn ich Sie über Sachen nicht informiere, über die ich Sie informieren müsste, kann das böse sein. Kann man mir das vorwerfen, kann das eine Pflichtverletzung sein. Es ist ein bisschen wie im Strafrecht, für Unterlassen brauchen Sie immer eine Garantenstellung, das heißt, Sie müssen irgendwie eine Pflicht konstruieren, dass er was tun muss. Und solche Pflichten sind relativ selten. Eine Pflichtverletzung kann auch dann vorliegen, wenn ein geschuldeter Erfolg nicht eingetreten ist. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, ich bringe dir morgen dein neues Fahrrad vorbei und das Fahrrad kommt nicht an, haben Sie die Pflicht verletzt, wenn das Fahrrad nicht da ist. Warum das Fahrrad nicht da ist, ist immer völlig egal. Die Pflichtverletzung ist, kein Fahrrad, Pflicht verletzt. So. Jetzt gucken wir uns als erstes an 241 Absatz 1 BGB. Ja, gucken mal, was wir da so raus lesen können. Und die Norm sagt, Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen. Das heißt, es geht immer um eine Besserstellung des Gläubigers. Der Gläubiger will mehr haben, als er vorher hat. Beim Kaufvertrag will der Verkäufer am Ende mehr Geld haben, als er vorher hatte. Und der Käufer will eine Sache mehr haben, als er vorher hatte. Ja? Beim Mietvertrag will der Vermieter Miete kassieren, das heißt mehr Geld haben. Und der Mieter will eine Wohnung oder ein Auto benutzen können, die er sonst nicht hätte. Man will immer mehr haben als vorher. Das Ganze muss nicht unbedingt in einem Vermögenszuwachs liegen. Es kann auch in einem ideellen Wert liegen. Zum Beispiel, wenn Sie auf ein Konzert gehen, dann wollen Sie da jemanden singen hören. Im Zweifel nicht mich. Ja? Und das Problem ist, das hat keinen Vermögenswert für Sie. Sie sind am Ende nicht reicher als vorher. Aber Sie erlangen einen immateriellen Wert. Sie haben ein gutes Gefühl. Sie freuen sich. Das heißt, auch durch den Vertrag haben Sie am Ende mehr als vorher, nämlich das gute Gefühl, dieses tolle Konzert besucht zu haben. Der Test ist also, bei Leistungspflichten geht es immer darum, dass man mehr hat als vorher. Wo finden Sie solche Leistungspflichten? Im Vertrag. Ganz einfach. Wenn da drin steht, der soll was bezahlen, der soll was liefern, der soll singen, der soll tanzen, der soll Ihnen was beibringen, dann sind das Leistungspflichten, weil am Ende haben Sie mehr als vorher. Zum Beispiel kann man auch ein Unterlassen vereinbaren, hier dieses tolle Beispiel, A und B vereinbaren, dass B ab 23.30 Uhr keinen Lärm mehr machen soll, das ist eine Leistungspflicht, weil wenn die es nicht vereinbaren, kann der erstmal theoretisch Lärm machen rund um die Uhr. Vielleicht kommt irgendwann die Polizei, aber grundsätzlich können Sie tun lassen, was Sie wollen, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Das kann auch konkludent geschehen sein, ohne dass man darüber geredet hat. Konkludent heißt, man hat einfach das, wovon beide ausgegangen sind und was beide die Umstände zum Ausdruck gebracht haben. Zum Beispiel, der Verkäufer soll eine Vase verschicken und er fragt sich, ob er die gepolstert verpacken soll oder einfach so eine leere Kiste werfen soll. Dann müssen wir nicht lange überlegen als Juristen. Es ist selbstverständlich, dass man zerbrechliche Gegenstände ordentlich verpackt und gepolstert transportiert. Auch wenn der Vertrag da ausdrücklich nicht zu sagt, ist der Umstand zerbrechliche Ware entscheidend dafür, dass man es auch ordentlich schützen muss. Das ist eine Leistungspflicht. Sie können also klagen auf eine vernünftige Verpackung. Und last but not least gibt es natürlich Pflichten, die ausdrücklich im Gesetz stehen. Zum Beispiel die Pflicht zur Kaufpreiszahlung steht in 433 Absatz 2 BGB. Die Höhe muss man aber trotzdem vereinbaren, denn sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Es gilt in Deutschland Vertragsfreiheit. Nur weil was typisch ist, heißt es nicht, dass es für den Einzelfall geht. Sie können sagen, ach, schick die Ware ruhig
in einer losen Kiste. Wenn sie ankommen, haben wir Glück gehabt. Wenn nicht, habe ich halt ein paar Scherben. Ich liebe ja Puzzles. Können Sie sagen, das ist Vertragsfreiheit. Sie müssen also nicht die Pflichten nehmen, wie sie im Gesetz stehen. Sie können die grundsätzlich einfach auf Ihre Wünsche anpassen. Ich habe Ihnen mal hier ein paar Beispiele gemacht. Die Übergabe einer Sache kann zum Beispiel eine Pflicht sein, die Zahlung von Geld, das Unterlassen einer ansonsten erlaubten Tätigkeit. Zum Beispiel können Sie einen Vertrag schließen, ich komme nicht mehr zur Uni, das ist eine Leistungspflicht. Und wenn Sie dann doch kommen, dann sind Sie dran und müssen Schadensersatz zahlen. Verschaffung eines Rechts. Sie können zum Beispiel einen Lizenzvertrag abschließen. Wenn Sie zum Beispiel mal ein Computerprogramm runtergeladen haben oder im Internet irgendwelche Streaming-Sachen sich angeguckt haben, dann haben Sie damit einen Lizenzvertrag abgeschlossen. Und Lizenzverträge sind Verträge über die Verschaffung eines Rechts, nämlich eines Nutzungsrechts. Die Ermöglichung des Gebrauchs einer Sache, das ist nicht identisch mit der Übergabe. Bei einer Wohnung zum Beispiel reicht es völlig, wenn ich Ihnen den Schlüssel in die Hand drücke und sage, du kannst da hingehen. Und wenn Sie da nie hingehen, haben Sie nie Besitz an der Wohnung erlangt. Ich habe sie Ihnen nie übergeben. Aber Sie können sie trotzdem benutzen. Wenn Sie wollten, könnten Sie dahin. Die Gebrauchsüberlassung ist nicht zwingend die Übergabe. Gebrauchsüberlassung heißt auch mehr, die Wohnung muss gebrauchsfähig sein. Wenn in der Wohnung irgendwie das Wasser bis auf Kniehöhe steht und da die Ratten drin rumschwimmen, ist die Wohnung nicht geeignet. Dann habe ich Ihnen keinen Gebrauch überlassen, auch wenn ich Sie reingeschubst habe, die Tür hinter Ihnen zugemacht habe. Die Bewirkung eines Erfolges kann man immer vereinbaren. Ich könnte mit Ihnen Verträge abschließen und sagen, jeder kriegt hier 18 Punkte in der Klausur. Das ist dann ein Erfolg, dass am Ende 18 Punkte drunter stehen. Ob der Vertrag dann wirksam ist, ist eine andere Frage. Es könnte vielleicht gegen die guten Sitten verstoßen. 138 Absatz 1 BGB. Die Übereignung, kennen Sie inzwischen, heißt, ich verschaffe Ihnen Eigentum. Das ist jetzt 929. Das ist kein Schuldverhältnis, das ist eine Verfügung. Die Vornahme einer Tätigkeit in Abgrenzung zu einem Erfolg. Ich kann Ihnen sagen, ich stehe hier jeden Tag und erzähle Ihnen irgendwas. Ob Sie das verstehen, wäre der Erfolg. Dafür stehe ich nicht ein. Ich muss einfach nur hier stehen und irgendwas erzählen. Sie können auch nicht kommen, das wäre dann eine Pflichtverletzung. Und es gibt Verträge über Auskünfte. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Schufa-Auskunft einholen, dann muss die Schufa Ihnen was über denjenigen sagen, der hier der Kunde ist. Das sind mögliche Leistungspflichten, das ist nicht abschließend. Sie können alles Mögliche vereinbaren, das gilt Vertragsfreiheit. Sie können vereinbaren, dass jemand einen Handstand macht. Das Ganze kennen Sie alle aus der Klausur. Das ist nämlich das Was im Obersatz. Das Was ist die Leistung. Wer will was von wem woraus? Und das Was ist genau das, was wir hier als Leistung bezeichnen. Eine Sache, die oft zu Missverständnissen führt, das Was kann durchaus auch Schadensersatz sein. Auch Schadensersatz kann eine Leistung sein, im Sinne von 823 Absatz 1 BGB zum Beispiel. Ja? Ich habe Ihnen gesagt, man kann diese Leistungspflichten gegen den Willen des Schuldners durchsetzen und das ist geregelt in der ZPO, die Sie jetzt noch nicht kennen müssen. Ich will Ihnen nur zeigen, was man also alles Böses machen kann. Zum Beispiel, wenn Sie eine Sache übergeben müssen, kann der Gerichtsvollzieher kommen und Ihnen einfach wegnehmen. Dann kommt er, tritt Ihre Tür ein, nimmt sich Ihren Lieblingshund und gibt dem Käufer. So brutal geht das zu. Wenn Sie sich zu einer Handlung verpflichtet haben, die auch jemand anderes ausüben kann, zum Beispiel, dass Ihr PKW nicht in der Garageneinfahrt vom Nachbarn steht, dann kann das Gericht hingehen und wenn der das nicht freiwillig macht, den Abschleppunternehmer beauftragen, der das dann wegtransportiert. Wenn also nicht selber gemacht wird, wird das dann von jemand anderem gemacht und Sie kriegen die Rechnung. Wenn Sie Ihren Giftmüll in Nachbarsgarten ausgeschüttet haben und ihn nicht einsammeln wollen, wird ein Spezialunternehmen beauftragt und Sie müssen es bezahlen. So brutal geht das in Deutschland zu. Es gibt auch nicht vertretbare Handlungen. Nicht vertretbare Handlungen immer dann, wenn Sie gerade eine bestimmte Person brauchen. Zum Beispiel, wenn Sie zu einem Konzert gehen und die Sängerin sagt, ich habe heute aber keine Lust.
dann macht das irgendwie keinen Sinn, dass er jemand anderes singt, weil das kann man nicht ersetzen. Also wenn ich dann stattdessen auftrete, ist irgendwie nicht das, was die Leute haben wollen. Deshalb sagt das Gesetz, das ist ganz brutal, erstens mal Zwangsgeld. Jedes Mal, wenn du nicht kommst, 5.000 Euro. Alternativ kann das Gericht auch Zwangshaft anordnen. So eine Art Beugehaft, die stellen sich also vor, die kommt nicht und dann wird die so lange ins Gefängnis gesteckt, bis sie freiwillig singt. Ja? Das Ganze gibt es auch bei Unterlassungen. Das kennen Sie alle, wenn Sie mal illegal Filme oder Musik oder sowas aus dem Internet geladen haben und erwischt worden sind. Dann müssen Sie hier eine Unterlassungserklärung unterschreiben oder sich verurteilen lassen. Und dann heißt es auch wieder, für jeden weiteren Verstoß zahlen Sie dann Cash, eine bestimmte Ordnungsgeldsumme. Oder auch hier wieder die Möglichkeit, entweder weil Sie nicht zahlen oder weil Sie ein penetranter Verletzer sind, können Sie in Haft genommen werden, bis Sie dann auch wirklich eingesehen haben, dass Sie im Unrecht sind. Ja, also Sie sehen, das geht brutal zu in der ZPO. Und bei Willenserklärungen sagt das Gericht einfach, dann geben wir für Sie die Willenserklärung ab. Wichtige Fälle zum Beispiel sind die Zustimmung zu einer Mieterhöhung. Wenn Ihr Vermieter kommt und sagt, die Miete ist zu niedrig, dann kann die Miete nur geändert werden durch einen Vertrag. 311, wir haben gesehen, Änderungen von Verträgen brauchen wieder einen Vertrag. Und Verträge setzen zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus. Der Mieter wird aber im Normalfall sagen, nö, ich bin doch nicht blöd und stimme der Mieterhöhung zu. Deshalb kann der Vermieter den Mieter verklagen auf Zustimmung und dann sagt das Gericht für den Mieter Ja. Und das Ja des Gerichts ersetzt das Ja des Mieters. So brutal wird man gar nicht mehr gefragt. Ja? Also Sie sehen ein breites Spektrum. So, jetzt kommen wir zu dem schwierigen Thema gegenseitige Verträge. Gegenseitige Verträge äußern sich dadurch, dass die Parteien ihre Pflichten nur erfüllen, weil der andere was für sie tut. Und ich habe Ihnen gesagt, Geiseldrama auf der Brücke, der eine gibt die Geisel, der andere gibt den Geldkoffer. Und das Ganze bezeichnet man als Synalagma oder man spricht von einer Do- und Des-Beziehung. Ich gebe, damit du gibst. Die Idee dahinter ist, wenn einer nicht leistet, muss der andere auch nicht leisten. Und das steht in 320 BGB, ganz wichtige Norm. 320 BGB sagt, Leistungen, die im Gegenseitigkeitsverhältnis stehen, müssen nur Zug um Zug erfüllt werden. Keiner muss vorleisten. Man muss nicht zuerst zahlen und man muss nicht zuerst liefern, sondern es muss exakt in der gleichen Sekunde passieren. Zack, zack. So muss man sich das vorstellen. Das sagt 320 BGB. Das prüft man unter Anspruch durchsetzbar und das gucken wir uns dann in drei Wochen, nee, später, in einem Monat nochmal näher an. So. Ich habe Ihnen eben gesagt, Leistungspflichten spielen eine Rolle einerseits bei wer will was von wem woraus, nämlich beim was. Er hat einen Anspruch auf Lieferung. Sie spielen aber auch eine Rolle bei 280 BGB bei der Pflichtverletzung. Und die Pflichtverletzung kann einfach darin bestehen, dass die Pflicht gar nicht erfüllt worden ist. Man hat einen Anspruch, aber der zahlt einfach nicht. Der Käufer zahlt nicht. Der Verkäufer liefert die Ware nicht, was auch immer. Dann sagt uns das BGB, die Nichterfüllung ist eine Pflichtverletzung. Weil ich habe halt eine Pflicht, die ich nicht erfüllt habe. Schwierig ist allerdings 275 Absatz 1. Und 275 Absatz 1 sagt nämlich, und das überrascht Sie jetzt alle, wenn ich nicht erfüllen kann, muss ich auch nicht erfüllen. Jetzt wundern Sie sich, hä? Wenn ich Ihnen zum Beispiel eine Reise zum Sirius versprochen habe, haben wir letzte Woche gelernt, eine Reise zum Sirius, der Vertrag ist wirksam, 311a Absatz 1 BGB. Das Problem an der Sache ist, ich kann ihn nicht erfüllen und es gibt wahrscheinlich auch keinen anderen, Sie kennen den Sirius-Fall aus dem Strafrecht, müssen Sie die Badewanne legen, den Föhn reinschmeißen, danach sind Sie in Sirius, können Sie ausprobieren oder auch nicht. Dieser Vertrag ist auf jeden Fall nicht erfüllbar.
Und dann sagt 275 Absatz 1, können Sie mich auch nicht auf Erfüllung verklagen. Die Pflicht besteht nicht, wenn ich sie nicht erfüllen kann. Wenn aber die Pflicht nicht besteht, habe ich ein Problem mit der Pflichtverletzung. Denn wenn ich keine Pflicht habe, kann ich auch keine Pflicht verletzen. Einverstanden? Wo keine Pflicht, da keine Verletzung. Deshalb hat 311a Absatz 2 eine besondere Regelung und sagt, ich kriege trotzdem Schadensersatz. Obwohl nie, auch nicht mal für eine Sekunde, eine Pflicht bestanden hat. Außerdem müssen Sie unterscheiden, wenn Sie die Pflicht irgendwann mal erfüllen konnten, dann müssen Sie für die Zeit, ab der Sie erfüllen mussten, bis zu dem, wo es unmöglich geworden ist, oder bis zu dem, wo Sie irgendwann auch nicht mehr erfüllen können, Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung zahlen. Wenn Sie die Leistung dann gar nicht mehr kriegen können, kriegen Sie Ersatz statt der Leistung, das heißt, statt der Leistung bekommen Sie Geld. Ersetze Auto durch Geld. Ersetze Reifen durch Geld. Ersetze Konzert durch Geld. Einfache Regelung. Es gibt auch die Gestaltung, dass irgendeine Leistung kommt, aber dummerweise nicht die, die Sie erwarten, sondern eine schlechte. Sie kaufen einen Joghurt und machen den auf und innen drin kommt Ihnen die Schimmelpilzkolonie entgegen. Dann haben Sie einen Joghurt bekommen, das heißt, die Pflicht ist erstmal irgendwie erfüllt. Dummerweise ist sie aber ziemlich eklig erfüllt und das nennt man Schlechterfüllung. Oder stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Konzert und die Sängerin erzählt Ihnen, statt ein Lied zu singen, ihre Lebensgeschichte. Dann haben Sie irgendwie einen Abend mit der Sängerin erlebt, aber sie hat nicht gesungen. Damit hat sie ihre Pflicht schlecht erfüllt. Das BGB macht es Ihnen ganz einfach. Es sagt nämlich, Schlechterfüllung und Nichterfüllung werden grundsätzlich gleich behandelt. Ob der Joghurt schimmelig ist oder Sie gar keinen Joghurt kriegen, ist egal. In beiden Fällen gibt es Schadensersatz. Ja? BGB, total einfach. Sehen Sie? Alles einfach gemacht für Sie. Um Ihnen zu zeigen, wie schwierig Leistungspflichten sind, habe ich Ihnen einen schwierigen Fall mitgebracht. Und der Fall ist ganz schwierig. Der K hat bei V eine hochkomplizierte Serversoftware gekauft. V übergibt und übereignet ihm eine DVD mit der Software. K versucht, die Software zu installieren und zu benutzen, was ihm jedoch nicht gelingt. Selbst Fachleute können das Programm ohne Anleitung nicht bedienen. Ja, also das ist ein Profiprogramm. K verlangt, dass V ihm eine Anleitung übergibt und übereignet. V meint, der Vertrag beziehe sich nur auf Übergabe und Eignung der Software. Es könne sich allenfalls um eine Rücksichtnahmepflicht handeln, die gerade nicht einklagbar sei. Und hat K gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Anleitung, und jetzt kommt das Schwierige, aus 437 Nummer 1, 439 Absatz 1 BGB. Da müssen wir jetzt alle mal ins Gesetz gucken, beziehungsweise ich muss mein Gesetz rausholen. Sehen Sie, ich gehe mit schlechtem Vorbild voran. Ha! Da müssen wir alle mal ins Gesetz gucken. Was sagt uns denn dieser komische 437? Und er sagt, ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht anders bestimmt ist, nach 439 Nacherfüllung verlangen. Und 439 sagt, der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. So, wenn wir das jetzt sauber in Voraussetzungen trennen, stellen wir fest, was für einen Vertrag müssen die beiden denn dazu geschlossen haben, damit wir überhaupt bei 437 landen. Wenn da schon steht, Rechte des Käufers bei Mangel, einen Kaufvertrag. Also müssen wir überlegen, haben wir hier einen Kaufvertrag und dann gucken wir rein und sagen, was steht da oben? Ja, er hat eine Serversoftware gekauft, also haben wir einen Kaufvertrag. Dann gucken wir den 437 mal genauer an, da steht da drin, ist die Sache mangelhaft? Mangelhaft, denken wir uns, kriegen wir eine schlechte Note. Also müssen wir gucken, wo steht was über Mangel? Und dann gucken wir mal die Paragraphen durch zum Kaufvertrag, von vorne nach hinten. Und was stellen wir fest? Welcher Paragraph regelt was über Mangel?
434 Absatz 1. Und die Norm ist total blöde formuliert, weil die sagt nämlich nicht, ein Mangel liegt vor, wenn, sondern die sagt, die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Was soll das jetzt heißen? Es liegt ein Mangel vor, wenn sie nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat. Also müssen wir uns wiederum umgekehrt fragen, was war denn vereinbart? Gab es hier eine Vereinbarung, dass eine Anleitung dabei sein soll? Was sagt unser Sachverhalt? Haben die bei Vertragsschluss über die Anleitung geredet? Nein. Also haben wir keine ausdrückliche Vereinbarung über die Anleitung. Aber was haben wir gelernt? Es gibt nicht nur ausdrückliche Vereinbarungen, sondern wie kann man sich auch einigen? Konkludent. Haben wir denn hier eine konkludente Einigung darüber, dass wir eine Anleitung brauchen? Kann man den Erklärungen der Parteien oder dem Verhalten der Parteien entnehmen, dass hier wohl eine Anleitung erforderlich war? Ja, sinnvoll schon. Reicht uns sinnvoll für eine konkludente Willenserklärung? Machen Menschen nur Sachen, die sinnvoll sind? Ja? Also für eine Anleitung zu besprechen, dass wir selbst Fachforschungsbeziehungen finden, aber nicht geben könnte man ja sagen, warum braucht sich jemand, der keine Ahnung von Software hat, sondern von Software? Ja, also wir müssen die Erklärung der Parteien auslegen nach 133, 157. Und einerseits haben wir hier eine Software, die selbst Fachleute nicht bedienen können. Andererseits hat er die immerhin gekauft und gar nicht über Anleitungen geredet. Und wenn jemand keine Ahnung hat, weiß man nicht, ob der wirklich darauf bestehen kann, dass eine Anleitung kommt. Also ob aus Sicht des Verkäufers erklärt worden ist, ich brauche eine Anleitung, kann man so oder so sehen. Das Schöne an diesem Kaufrecht ist aber, wenn wir Ja sagen, haben wir direkt einen Sachmangel. Weil dann liegt sozusagen, hat die Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit, die Anleitung fehlt. Ja? Aber was passiert denn, wenn wir Nein sagen und sagen, wir haben keine konkludente Einigung? Was müssen wir dann prüfen? Wenn Sie den 434 mal weiterlesen, was kommt dann? Ja? Och, analog, das war immer schwieriger. Was brauchen wir denn, bevor wir eine Analogie machen können? Ja? Genau, für eine Analogie brauchen wir eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenlage. Das heißt, wir müssen uns fragen, haben wir hier überhaupt eine Regelungslücke? Und selbst wenn wir die bejahen, kommt die nächste Frage, ist die Interessenlage vergleichbar? Ja, in der Tat, wir haben in Absatz 1, Satz 2 eine Auffangregelung, die für alle Fälle, wo man über nichts gesprochen hat, die Probleme lösen soll. Und da müssen Sie, wenn Sie sauber gucken, erst Nummer 1 prüfen, nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung, eignet sich die Software für die im Vertrag vorausgesetzte Verwendung, wenn man sie nicht bedienen kann? Kann man auch wieder sagen, naja, selber schuld. Aber selbst wenn wir das noch bejahen würden und sagen, ja, ja, passt schon irgendwie, dann kommt § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2. Und was sagt der? Ja. Wenn es ausdrücklich vereinbart ist, dass keine Anleitung vorliegen soll, ist das so. Aber die haben ja gar nicht darüber geredet. Die haben ja nicht gesagt, es soll keine Anleitung vorliegen, sondern die haben einfach gar nichts gesagt. Nein, für die gewöhnliche Verwendung, also für die gewöhnliche Verwendung sollte sich die Software ja schon eignen. Mhm. Und die gewöhnliche Verwendung ist ja eigentlich, dass man das installiert. Ja. Und wenn man für die Installation halt eine Anleitung braucht, dann ist die Teil
In der Tat, eine Software ist dazu da, dass sie irgendeine Aufgabe erfüllt. Wenn man sie allerdings selbst als Fachmann ohne Anleitung nicht bedienen kann, dann ist diese Software nutzlos. Das heißt, sie kann nicht für die gewöhnliche Verwendung genutzt werden. Damit liegt zumindest darin ein Sachmangel, weil Software muss zumindest von Fachleuten benutzbar sein, wenn nicht von jedermann. Ergebnis also, die Software kann nicht genutzt werden, damit hat sie einen Mangel und damit ist die Software so lange mangelhaft, wie keine Anwendung dabei ist. Also es ist keine Rücksichtnahmepflicht, sondern die Software ist in Anführungszeichen eine schlechte Software, weil sie keine Anleitung hat. Ohne Anleitung ist die Software wertlos, also ist die Software, ist die Anleitung Bestandteil der Leistungspflicht. Ja? Ja? Aber kann man nicht sagen, dass sie ja grundsätzlich benutzbar ist, dass die Leute, die ohne Anleitung benutzen müssen, ist halt nicht in dem Programm, weil grundsätzlich ist sie benutzbar. Es ist halt nur, dass es nicht, dass die da, weil der Typ, der das geschrieben hat, muss es ja auch irgendwie benutzen. Die Fachleute brauchen die Anleitung, aber es ist grundsätzlich benutzbar. Man kann ja nicht sagen, kann sie nicht benutzen. Mhm. Ja, die Frage ist, was heißt nutzbar? Für wen muss es nutzbar sein? Muss es für den, reicht es, wenn es für den Programmierer selbst nutzbar ist? Oder muss es sozusagen für den Kunden nutzbar sein? Und die Antwort ergibt sich hier aus 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2. Das heißt, wir gucken, was ist die gewöhnliche Verwendung von Software? Und die gewöhnliche Verwendung von Software ist nicht, dass der Programmierer sie selber benutzen kann, sondern dass sie beim Kunden verwendet werden kann. Das heißt, der Maßstab ist es für den Kunden einsetzbar, der dazu natürlich Aufwand treiben muss möglicherweise, indem er halt Fachleute beschäftigt. Aber wenn selbst Fachleute das nicht hinkriegen, ist das Ganze völlig wertlos. Ja? Genau. Wir haben also im Grunde drei Varianten. Wir können entweder sagen, es ist schon eine Beschaffenheit vereinbart, denn man redet konkurrent darüber, ich muss die Software zumindest installieren können. Das ist selbstverständlich, darüber redet man nicht ausdrücklich, das ist bei jedem Vertrag inklusiv. Wenn man das verneint, ist die Frage, was ist denn vorausgesetzt nach dem Vertrag? Wenn die da auch über nichts geredet haben, kommt man zur dritten Stufe und sagt, was ist denn im allgemeinen Leben so üblicherweise die Verwendung von Software? Und dann sagt man, man muss die benutzen können. Und es reicht nicht, dass die Software als solche läuft, sondern sie muss auch bedienbar sein. Und das setzt eine Anleitung voraus. Toll. So. Ja. Nein, das können wir nicht, weil wir nicht sicher sein können, dass der überhaupt eine Anleitung dabei hat. Das Zubehör würde voraussetzen, dass es eine solche Sache gibt schon in seiner Schublade und er einfach vergisst, die mitzugeben. Also Sie verkaufen Ihr Fahrrad und beim Fahrrad fehlt möglicherweise, was kann da fehlen, die Luftpumpe oder das Fahrradschloss. Sie haben zu Ihrem Fahrrad ein Bügelschloss angeschafft, man sagt an den FC, im Zweifel erfasst der Kaufvertrag über das Fahrrad auch das Bügelschloss oder die Luftpumpe. Wenn Sie die Luftpumpe nicht mit übereignen wollen, müssen Sie es halt vereinbaren. So, das ist noch der einfache Teil. Die Leistung, immer das, was erforderlich ist, um den Vertrag vernünftig zu erfüllen. Gucken wir uns den Schadensersatz statt der Leistung an. Wenn wir wieder in unseren Lieblingsparagraphen 280 reinschauen, da gucken wir immer wieder gerne rein, weil das eine tolle Norm ist. Dann sehen Sie, der hat nicht nur einen Absatz, der hat drei Absätze. Und der dritte Absatz ist ein ganz wichtiger, der sagt nämlich, Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen von 281, 282 oder 283 verlangen. Und die Frage, die sich einem aufdrängt, ist, was heißt Schadensersatz statt der Leistung? Und Leistung meint hier dasselbe wie in 241. Grundsätzlich hat jeder Gläubiger einen Anspruch auf die Leistung. Das heißt, Sie können den Gerichtsvollzieher losschicken und der bringt Ihnen dann das, was Sie kriegen sollen. Statt der Leistung bedeutet, Sie wollen das gar nicht mehr, warum auch immer, und wollen stattdessen Cash sehen.
Schadensersatz der Leistung heißt immer, wandle Leistungspflicht in Geld um. Und das Problem dabei ist, das sollen Sie nicht sofort können. Sie sollen nicht jederzeit wechseln können zwischen Leistung und Geld. Das hat zwei einfache Gründe. Sie wollten ursprünglich ja gerade nicht Geld kriegen, sondern Sie wollten ein Fahrrad haben, Sie wollten eine Software haben, Sie wollten ein Konzert besuchen und Sie wollten kein Geld bekommen. Das ist ja kein Investmentkonto. Und andererseits, wenn jemand sein Fahrrad verkauft, will er halt das alte Fahrrad loswerden und er will nicht dafür bezahlen müssen. Das heißt, der Wille der Parteien geht nicht dahin, Schadensersatz zu leisten, sondern die Leistungen so auszutauschen, wie vereinbart. Deshalb sagt das Gesetz in 281 Absatz 1 Satz 1, bevor Sie Schadensersatz statt der Leistung kriegen, müssen Sie grundsätzlich eine Frist setzen. Sie müssen ihm also eine Chance geben, dass er leisten kann. Und die Frist muss so lang sein, dass er auch wirklich ernsthaft eine Chance hat und das Ganze nicht nur einfach eine Shownummer ist. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, der soll Ihnen ein Fahrrad verschaffen, dann reicht manchmal, wenn das Fahrrad schon da stehen hat, eine Frist von 2 Tagen oder 1 Tag. Wenn er dagegen irgendwie einen chinesischen Tee beschaffen soll, der irgendwo in China auf einem Feld wächst, kann es sein, dass die Frist halt 1 Monat dauert, bis er diesen Tee importiert hat. Weil er halt Unterlagen ausfüllen muss, möglicherweise muss er halt den Tee erstmal beschaffen. Das kann also je nach Einzelfall lang oder kurz sein. Wenn Sie einen Neuwagen kaufen, kriegen Sie ihn auch nicht von heute auf morgen, der muss erstmal hergestellt werden. Diese Fristen bestimmen sich danach, was Sie kriegen können. Sie brauchen aber keine Frist, wenn es ohnehin keine Chance gibt, dass er erfüllen kann. Bei der Reise zum Sirius brauchen Sie nicht zu sagen, du hast jetzt 2 Wochen Zeit, mir eine Reise zum Sirius zu verschaffen. Macht keinen Sinn. Das heißt, da, sagt 283, gibt es ohne Fristsetzung Schadensersatz statt der Leistung. Ebenso brauchen Sie keine Fristsetzung wegen Schadensersatz neben der Leistung. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wir haben unseren Joghurt. Und Sie denken sich, das Grüne, was da oben drauf ist, sind sicher leckere Pistazien und Spezereien, rühren den noch um, essen den genüsslich und sagen, hoch, ah, dieser Geschmack ist ja ganz interessant. Und am nächsten Tag liegen Sie im Krankenhaus mit einer Lebensmittelvergiftung. Dann sind die Behandlungskosten für das Krankenhaus und das Schmerzensgeld kein Schadensersatz statt der Leistung. Denn Sie haben immer noch einen Anspruch auf einen vernünftigen Joghurt. Sie können also sagen, ich hätte gerne einen guten Joghurt. Sie müssen den alten Joghurt auch nicht wieder ausspucken. Ja, vielleicht müssen Sie ihn schon ausspucken, aber Sie müssen ihm nicht den Verkäufer auf die Füße spucken. Die Krankenhauskosten sind kein Schadensersatz statt der Leistung, weil es hat mit dem Joghurt gar nichts mehr zu tun. Es ist Ihr Körper, der verletzt worden ist. Und Verzögerungsschäden, das ist auch ganz einfach. Verzögerungsschäden sind die Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie Leistung nicht sofort bekommen, sondern dass länger dauert als erwartet. Sie müssen warten und in der Wartezeit haben Sie irgendwelche Verluste. Entweder weil Sie einen Mietwagen nehmen müssen oder einen Mietlaptop oder weil Sie Einnahmeausfälle haben. Dann noch zu 280. Ich habe Ihnen gesagt, die Leistung ist meistens ein Erfolg. Zum Beispiel, dass eine Sache Ihnen übergeben wird. Wenn dieser Erfolg nicht eintritt, liegt die Pflichtverletzung bereits dann vor, wenn der Erfolg nicht eintritt. Also wenn die Sache Ihnen nicht übergeben wird, ist es eine Pflichtverletzung. Er musste übergeben, hat nicht übergeben und zack, Pech gehabt. Dann wird nur geguckt, ob er das nicht getan hat, weil er sie in die Pfanne hauen wollte, also vorsätzlich gehandelt hat, ja, oder fahrlässig, weil er nicht so gründlich war, wie man das von ihm im Verkehr erwarten konnte. Wenn Sie also nicht bezahlen, dann haben Sie dadurch schon die Pflicht verletzt, weil Sie nicht bezahlt haben. Und dann wird nur geguckt, haben Sie nicht bezahlt, weil Sie es vergessen haben, weil Sie absichtlich nicht zahlen wollen, weil Sie beruflicher Zechpreller sind, oder, dritte Variante, weil Ihre Bank einen Fehler gemacht hat und Sie das nicht zu vertreten haben. Weil Sie davon ausgehen, Mensch, die Bank arbeitet gut und Sie können nichts dafür. Schwieriger ist es bei Dienstverträgen.
Wenn ich hier eine schlechte Vorlesung mache, dann bin ich zwar sehr traurig, aber dann ist nur der Test, ob ich mir viel Mühe gegeben habe. Hat sich redlich bemüht, reicht bei Dienstverträgen völlig. Arbeitnehmer müssen sich nur Mühe geben. Die müssen nicht dafür sorgen, dass ihr Job erfüllt wird. Man bemüht sich und die Bemühung reicht. Das ist der Unterschied. Das heißt, da ist sozusagen schon die Pflichtverletzung ein Vorwurf. Du hast nicht das getan, was du tun solltest, reicht nicht. Du hast nicht das getan, was du tun konntest. Du musst so viel tun, wie dir möglich ist und auf keinen Fall mehr. Das sind Leistungspflichten. Leistungspflichten sind das Einfachste von allem. Schwieriger sind das, was wir letzte Woche uns angesehen haben, die Rücksichtnahmepflichten, 241 Absatz 2. Ich habe Ihnen eben gesagt, bei Leistungspflichten wollen Sie am Ende immer mehr haben. Bei Rücksichtnahmepflichten möchten Sie nur das haben, was Sie vorher haben, es soll Ihnen nicht weggenommen werden. Sie möchten nichts verlieren, Sie möchten genauso stehen, wie Sie immer schon gestanden haben. Also Leistungspflicht, Sie wollen mehr, Rücksichtnahmepflicht, Sie wollen auf keinen Fall was verlieren. Wenn Sie sich das im Gesetz angucken, dann ist die Norm schon ein bisschen komisch. In Absatz 1 steht drin, das Schuldverhältnis verpflichtet zu einer Leistung. Absatz 2 ist schon dubios formuliert. Das erste Problemwort ist das Wort kann. Kann heißt nicht muss. Kann heißt mal so, hängt vom Einzelfall ab. Ein bisschen wie im öffentlichen Recht, abwägen und rumdiskutieren, irgendwas kommt raus. Das zweite ist, was heißt überhaupt Rücksicht? Für den einen mag Rücksicht was eines bedeuten, für den anderen ist Rücksicht halt etwas weniger. Und last but not least haben wir diese tolle Trias, Rechte, Rechtsgüter und Interessen. Was soll das denn bitte schön sein? Was ist ein Recht, was ist ein Rechtsgut und was ist ein Interesse? In Klausuren hat man dummerweise oft Studenten, die diese Norm einfach ignorieren und sagen, ja, irgendwie hat er eine Pflicht verletzt, passt schon. Sie müssen unter das Gesetz subsumieren. Fangen wir mit dem Wort kann an. Kann soll bedeuten, es kommt darauf an, wann das Ganze geschlossen wird, wann die Pflicht entsteht. Fangen wir mit dem Einfachsten an. Es kommt darauf an, wie schlau der Vertragspartner ist. Je dümmer jemand ist, desto mehr müssen Sie ihm erklären. Je schlauer jemand ist, desto weniger müssen Sie ihm erklären. Zum Beispiel, wenn Sie in einer Kunstgalerie sind, dann wird erwartet, dass der Verkäufer Sie informiert, weil er Kunstkenner ist. Wenn Sie dagegen auf dem Trödelmarkt ein Bild kaufen, können Sie nicht erwarten, dass der Verkäufer auf dem Trödelmarkt Ihnen sagt, welche Stilrichtung das ist und wer das gemalt hat, ob es echt oder falsch ist, der hat gar keine Ahnung. Die verkaufen meistens nur irgendwelche Sachen, die sie irgendwo auf dem Speicher gefunden haben. In der Kunstgalerie handeln Sie mit Experten, die können Ihnen auch was erklären. Von denen wird also eine Rücksichtnahme erwartet. Von dem Trödelmarktmann kann man nichts erwarten, weil der kann halt nichts. Umgekehrt wird aber auch die Perspektive des anderen geguckt, desjenigen, auf den Rücksicht genommen werden soll. Zum Beispiel, wenn Sie Anlageprodukte kaufen wollen, das heißt irgendwelche Containerschiffe oder irgendwelche Studentenwohnungen in Leipzig oder irgendwelche Aktienfonds, dann muss man sie beraten. Dann kriegen sie umfangreiche Unterlagen und dann erzählt ihnen der Anlageberater eine Geschichte nach der anderen. Und er muss dabei so einfache Ausdrücke benutzen wie überhaupt möglich und das muss für Idioten verständlich sein. Am Ende müssen sie sagen, ich weiß, wo mein Geld hin ist. Wenn sie dagegen ein Profi-Investor sind, sagen wir, Sie sind Bill Gates oder Warren Buffett, dann muss man sich natürlich nicht so viel informieren, weil die haben Ahnung. Und wenn man denen den ganzen Kram erzählen würde, wären die nur genervt. Dann würden die sagen, komm, ist mir alles egal, ich kenne das ja alles schon. Deshalb, wie viel ich sagen muss, hängt davon ab, wie viel ich weiß und wie viel der andere nicht weiß. Man würde sagen, das Informationsgefälle ist entscheidend. Oder wie die Ökonomen sagen würden, die Informationsasymmetrie. Ja? Und last but not least kommt es auch auf den Kontext an. Wenn Sie im Fachhandel etwas kaufen,
können Sie erwarten, dass der Verkäufer Sie informiert. Zumindest die Theorie, gehen Sie mal nach Mediamarkt, die haben alle keine Ahnung, die Verkäufer da, aber die Theorie sagt, wenn Sie in einen Fachhandel gehen, dann können Sie beraten werden. Wenn Sie was online bestellen oder auf dem Trödelmarkt kaufen, werden Sie nicht gut beraten. Das heißt, Ihre Erwartung kann da auch nicht so hoch sein. Das bedeutet, in der Klausur müssen Sie genau auf den Fall gucken. Was kann man erwarten in der konkreten Situation? Gibt es ein Informationsgefälle und was sind die Umstände? Was bedeutet jetzt Rücksichtnahme? Rücksichtnahme bedeutet zunächst mal, der andere darf Sie nicht aktiv schädigen. Zum Beispiel, wenn Sie in ein Restaurant gehen und die kippen Ihnen Gift in den Tee oder Gift in die Vorspeise oder machen andere Dinge, dann haben Sie Pech gehabt. Nein, dann haben die Pech gehabt, denn Rücksichtnahme heißt, füge dem anderen Vertragspartner keinen Schaden zu. Unterlasse alle Sachen, die ihn benachteiligen. Das Ganze geht aber nicht nur auf dieser trivialen Körperverletzungsebene. Wir haben letzte Woche den Fall gehabt mit diesem Tonmeister vom Radio, wo dem gesagt worden ist, kündige mal deinen Vertrag. Auch das ist eine schädigende Handlung und die hat er zu unterlassen. Ist einfach. Zweitens. Ich muss die Schutzmaßnahmen treffen, die im Verkehr üblich sind. Zum Beispiel im Winter vor meinem Ladeneingang streuen, damit die Leute, die mich besuchen wollen, nicht auf die Nase fallen. Also Real muss zum Beispiel, wenn die da einen großen Parkplatz haben, alles streuen, damit die Kunden vom Parkplatz in den Laden kommen. Zum Beispiel auch auf Toiletten Beleuchtung zu haben, damit die Leute nicht da auf irgendwelchen ekligen Pfützen ausrutschen. Zum Beispiel auch Linoleumrollen so festmachen, dass sie auf die Kunden draufrollen. Ja? Hatten wir letzte Woche. Sie erinnern sich, Linoleumrollenfall, verhindere, dass die Rolle auf mich drauffällt. Ich muss die Maßnahmen treffen, die man normalerweise von einem normalen Menschen erwarten kann. Jetzt kommen wir zu den schwierigen Bereichen. Aufklärung, Information, du sollst nicht lügen, würde man im 10 Geboten sagen. Du sollst nichts behaupten, was nicht stimmt. Lüge ist auch die Behauptung ins Blaue hinein. Ich weiß es zwar nicht, ich sage es aber. Das kennen Sie hoffentlich alle vom letzten Semester bei 123 Absatz 1 BGB bei der arglistigen Täuschung. Ja, erinnern Sie sich düster? Sie müssen alle relevanten Umstände aufdecken. Das heißt, alles, wovon Sie ausgehen, dass Sie mehr wissen als der andere, Sie müssen ihm also alles erklären. Zum Beispiel muss der Gebrauchtwagenhändler auch darauf hinweisen, das ist ein Unfallwagen. Und zwar von sich aus, ohne dass er gefragt worden ist. Und last but not least gibt es noch die ganz dubiose Gruppe der Fürsorgepflichten. Das klingt so ein bisschen nach Kuschel und so ist es auch gemeint. Wenn Sie zum Beispiel bei IKEA sind und Sie haben vergessen, Ihr Auto abzuschließen, dann muss IKEA eine Durchsage machen und sagen, der Fahrer des PKWs mit dem Kennzeichen sowieso sollte bitte mal sein Auto abschließen. Das müssen die sagen, damit sie dahin gehen, ihr Auto sichern können. Oder, dass der Dieb auch informiert ist, wenn er weiß, wo das Auto steht. Ne? Die Idee ist natürlich, die sagen ihnen das und während die ihnen das sagen, haben die jemanden auf ihr Auto auch aufpasst. Ja? Es ist nicht so gedacht, dass man sagt, Achtung, Achtung, wer ein Auto haben will, begebe sich bitte dahin, das Auto ist gerade nicht abgeschlossen. Auch wichtig im Arbeitsrecht, zum Beispiel, wenn Sie einen Nebenjob haben und da kommen Sie schniefend und keuchend an und schleppen sich da so mühsam hin, dann ist der Chef verpflichtet, Sie nach Hause und sagen, komm, erhol dich mal, weil er sich halt um Sie kümmern muss. Er hat eine Fürsorgepflicht. Ja? Also Fürsorge ist ganz wichtig. Das bedeutet Rücksichtnahme, diese vier Sachen. Und jetzt die letzte Problematik, Rechte, Rechtsgüter und Interessen. Was bedeutet das? Rechtsgüter ist ganz einfach. Rechtsgüter ist alles, was unmittelbar mit Ihrer Person verknüpft ist. Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre. Also Erdogan zum Beispiel fällt unter Rechtsgüter. Also nicht die Person, sondern wenn er beleidigt sich fühlt. Rechte ist
demgegenüber alles, was kein Rechtsgut ist, aber irgendwie einklagbar ist. Das bedeutet zum Beispiel Ansprüche gegen Dritte. Das bedeutet zum Beispiel aber auch geistiges Eigentum oder körperliches Eigentum. Sie dürfen nicht, während der Kunde im Laden ist, dessen Scheiben im Auto einschmeißen, weil das verletzt sein Eigentum und damit ein Recht. Also Rechte ist weiter als Rechtsgüter. Und der weiteste Begriff ist Interessen. Interessen soll erfassen alles, was man nicht einklagen kann und alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Was meine ich damit? Zum Beispiel Ihr Lieblingsplüschtier. Das mag total zerfranst sein und hässlich und eklig aussehen. Aber Sie haben eine enge emotionale Bindung. Und wenn das jetzt zerstört wird oder versteckt wird, dann sind Sie ganz traurig. Und das ist ein immaterieller Verlust. Ja? Dazu gehört aber auch das Vermögen als solches. Damit ist gemeint, wenn einfach jemand Sie betrügt und Sie dadurch einen Vermögensverlust haben, der kein Recht, keine konkrete Sache betrifft, sondern einfach nur irgendwo untergeht, ist das ein Interesse. Und last but not least, Ihre Entschließungsfreiheit. Damit ist gemeint, dass Sie selber entscheiden können, welche Verträge Sie abschließen und welche nicht. Und wenn jemand Sie beeinflusst, jemand Sie belügt oder betrügt, dann entscheiden Sie nicht, sondern der entscheidet für Sie. Und das darf nicht passieren. Auch das ist geschützt. Also merken Sie sich, Sie prüfen in der Klausur, erstmal ist es ein Rechtsgut. Wenn es eins ist, schreiben Sie hin, hier hat er das Rechtsgut sowieso verletzt. Wenn Sie feststellen, es ist kein Rechtsgut, prüfen Sie als nächstes, er könnte ein Recht verletzt haben. Oder Sie denken sich, er könnte ein Recht verletzt haben. Wenn er das verletzt hat, schreiben Sie in der Klausur hin, er hat ein Recht verletzt, nämlich das und das. Und wenn Sie das nicht haben, schreiben Sie hin, er hat Interesse verletzt. Sie müssen nicht der Reihe nach alle drei prüfen, Sie suchen sich direkt das Richtige raus. Und Sie fangen mit den Ängsten an, das heißt mit den Rechtsgütern, gucken, ob es passt, wenn ja, schreiben Sie es hin, dann das Zweitängste, wenn es passt, schreiben Sie es hin, und dann das Drittängste, wenn es passt, schreiben Sie es hin, und wenn es nicht passt, schreiben Sie einfach nichts dahin. Wenn keins passt, prüfen Sie Interessen und sagen, es liegt noch nicht mal Interessenverletzung vor und damit schon keine Pflichtverletzung. Ja? Eigentlich wie Mathematik. Aber wir haben jetzt noch Kevin Kostner. Nein, wir haben den Bodyguard B. Bodyguard B hat die Aufgabe, Leben und Gesundheit seines Auftraggebers zu beschützen. Eines Tages verschläft der Bodyguard und der Auftraggeber A wird entführt. Hat A nach seiner Rettung durch die Polizei einen Anspruch auf Schadensersatz aus 280 Absatz 1, 241 Absatz 2 gegen B? Und dann brauchen wir wieder, wie in all diesen Fällen, zunächst mal ein Schuldverhältnis. Was könnte hier das Schuldverhältnis sein? Ist das ein Kaufvertrag? Ja, es ist ein Dienstvertrag. Er schuldet seinem Chef zu Diensten zu sein. Gut. Dann brauchen wir als zweite Voraussetzung was? Wir haben ein Schuldverhältnis in Form eines Dienstvertrags. Ja? Ja, wir brauchen eine Pflichtverletzung. Und was könnte hier die Pflichtverletzung sein? Ja? Ja, in der Tat, er könnte seine Pflicht verletzt haben, die Dienste zu erbringen. Hat er diese Pflicht verletzt? Was meinen Sie? Ja? Ja? So ist es. Er hat hier seine Pflicht verletzt, er hätte kommen können. Also haben wir eine Pflichtverletzung, er hat nicht sein Bestes gegeben, er ist einfach gar nicht gekommen. Damit hat er seine Leistungspflicht zur Erbringung der Dienste verletzt. Hat er möglicherweise auch eine Rücksichtnahmepflicht verletzt? Was sagen Sie dazu? Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen.
Ja. Ja, in der Tat, das ist nicht nur ein Interesse, sondern die körperliche Fortbewegungsfreiheit ist in Deutschland so wichtig, dass sie sogar ein Rechtsgut ist. Sie kennen das vielleicht aus dem Strafrecht, ein Tatbestand, der heißt Freiheitsberaubung. Wenn ich Sie im Keller einsperre, ist das Freiheitsberaubung, das ist eine Straftat. Und hier, wenn jemand entführt wird, ist auch eine Straftat und möglicherweise hat er diese Rücksichtnahmepflicht verletzt. Jetzt sagen Sie, Moment mal, der Bodyguard hat doch seinen Chef nicht gekidnappt. Wodurch könnte er die Rücksichtnahmepflicht auf das Rechtsgut Freiheit verletzt haben? Er könnte es durch ein Unterlassen verletzt haben. Die Frage ist nur, musste er denn was tun? Gab es eine Pflicht zum Tun? Kann man von einem Bodyguard im Rahmen seiner Rücksichtnahme erwarten, dass er was tut? Ja, damit? Ja, in der Tat, beim Bodyguard kann man höchste Erwartungen stellen, weil gerade seine Leistungspflicht ja gerade darin besteht, den anderen zu beschützen. Also schlägt diese Leistungspflicht auch dadurch durch, dass er eine Handlungspflicht hat und damit ist ein Unterlassen pflichtwidrig und damit hat er auch gleichzeitig eine Rücksichtnahmepflicht verletzt. Er hat also zwei Pflichten auf einmal verletzt, er hat nicht genug Rücksicht genommen und er ist nicht zur Arbeit gekommen. Kriegt ihr das Doppelschadensersatz? Nein. Auch wenn man zwei Pflichten verletzt, gibt es nur einmal Schadensersatz. In der Klausur müssten Sie aber trotzdem alle denkbaren Pflichtverletzungen raussuchen und prüfen und schreiben, welche Pflichten ihr alle verletzt haben könnte. Es reicht nicht eine. Warum ist das so? Weil Sie ein Gutachten schreiben und Sie können davon ausgehen, möglicherweise denkt der Leser sich, das sehe ich aber anders, die Pflichtverletzung glaube ich nicht, aber die andere glaube ich schon. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Rücksichtnahmepflichten nicht erst entstehen, wenn der Vertrag geschlossen ist, sondern auch schon vorher. Sie erinnern sich an unseren Fall mit der Linoleumrolle und Sie erinnern sich auch an unseren Fall mit dem Konzert mit dem Tonmeister. In beiden Fällen war der Vertrag noch nicht geschlossen. 311 Absatz 2 sagt aber, die Pflichten bestehen bereits vorher. Und die Pflichten laufen dann, während der Vertrag besteht und sie bestehen auch nach der Erfüllung des Vertrages noch fort. Auch nach der Erfüllung des Vertrages dürfen Sie Ihren Vertragspartner nicht schädigen. Das ist für Sie recht wichtig. In der Klausur kommt es genau auf den Zeitpunkt an, zu dem die Pflicht verletzt worden ist. Wenn also zum Beispiel im Rahmen der Vertragsverhandlungen ein Joghurt gegessen worden ist mit Schimmelpilz drin, dann wurde der Kaufvertrag geschlossen über ein neues Auto, dann ist das keine Verletzung der Pflichten aus dem Kaufvertrag, weil im Zeitpunkt des Joghurtessens war der Vertrag noch nicht geschlossen. Sie müssen also genau darauf achten, zu welcher Minute wurde die Pflicht verletzt. Das kann schwanken vom Essen des Joghurts zum Liefern des Autos. Es ist auch nicht so, als ob die Pflichten dann automatisch darüber wandern, sobald der Vertrag geschlossen ist. Das vorvertragliche Schuldverhältnis ist eine in sich geschlossene Einheit mit eigenen Pflichten. Was meint hier dieses? Ganz einfach, Sie kaufen ein Auto. Und es stellt sich heraus, dieses Auto, sagen wir, hat Probleme mit den Abgaswerten. Dann sagt der Verkäufer, ja, ist mir doch egal, weil ist ja schon erfüllt und damit ist die Sache hinter mir. Das stimmt nicht. Auch dann, wenn Erfüllung ist und es stellen sich hinterher Probleme heraus, die der Verkäufer nicht wissen konnte, muss er sie informieren und sie müssen dann selber entscheiden, was sie machen können. Auch nach der Erfüllung des Vertrages hat er Informationspflichten. Sie kennen das vielleicht auch in Supermärkten, da steht Rückrufaktion, es sind Glasscherben in Eis aufgetaucht oder Plastikreste in irgendwelchen Schokoriegeln. Das sind Pflichten, Rücksichtnahme nach Vertragsschluss und nach Vertragserfüllung. Sie haben den Riegel schon mitgenommen. Diese Rückrufaktionen sind also culpa post contractum finitum.
Sie kriegen keine Pluspunkte in Klausuren, wenn Sie diese tollen Ausdrücke lernen, sowas wie culpa in contrahendo oder culpa post contractum finitum. Wir machen hier keinen Latein für Anfängerkurs. Es ist nur wichtig, dass Sie sich vor Augen führen, es gibt diese verschiedenen Zeitpunkte. Die Rücksichtnahmepflichten haben ein gewisses Problem, insoweit als sie leicht mit der Pflicht, mit dem Vertreten müssen vermischt werden. Wir können sagen, wenn jemand durch sein aktives Tun ihre Rechte und Rechtsgüter verletzt, indiziert das die Pflichtwidrigkeit. Das heißt, wir müssen nicht zusätzlich prüfen, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt oder sonst was. Ausnahme besteht nur, wenn er gerechtfertigt ist, das heißt, wenn es eine Norm gibt, die ihm das erlaubt. Das kennen Sie ein bisschen aus dem Strafrecht, wo es heißt, die Tatbestandsmäßigkeit indiziert die Rechtswidrigkeit. Bei Verletzungen durch Unterlassen ist aber die Frage, musste er was tun? Und etwas tun muss er, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt sagt, das kann erwartet werden. Ist es erforderlich, etwas zu tun? Und das ist Fahrlässigkeit. Ja, das kann entweder sich aus dem konkreten Vertrag ergeben oder aus dem Allgemeinverständlichen. Wenn es allgemein ist, nennt man das Verkehrssicherungspflicht oder Verkehrspflicht, weil im Rechtsverkehr es erwartet werden kann. Und im Einzelfall nennt man das eine Sonderpflicht. Rechtsfolge ist, dass der Schaden ersetzt wird. Haben wir schon gesehen, 280 gibt immer nur Schadensersatz. Zum Beispiel Heilbehandlungskosten, Schmerzensgeld oder ähnliches. Es gibt aber schwierigere Fälle, nämlich was ist, wenn ein ungünstigerer Vertrag geschlossen worden ist, als man gerne hätte. Schauen wir uns mal einen Fall an. K. möchte einen Gebrauchtwagen kaufen. Er geht zu Fachhändler V. und lässt sich beraten. Als er ein interessierendes Modell entdeckt und nach technischen Details fragt, klärt ihn V zwar über die Klimaanlage auf, aber nicht darüber, dass es sich um einen Unfallwagen handelt. Das Auto wird gekauft und die Frage ist jetzt, hat K gegen V einen Anspruch auf Schadensersatz aus 280.1, 241.2, 311 Absatz 2, Nummer 1 BGB? Und was brauchen wir für einen solchen Anspruch? Zunächst einmal, ja, ein Schuldverhältnis. Und hier steht schon in der Aufgabenstellung drin, welches könnte das wohl sein? Was könnte das Schuldverhältnis sein? Ja. Das könnte man meinen, aber wann ist die Pflicht verletzt worden? Zu welchem Zeitpunkt? Vorher. Vorher. Und was habe ich gesagt? Wenn die Pflicht vorher verletzt worden ist, worauf stellen wir dann ab? Ein rechtsgeschäftsähnliches Schuldverhältnis nach 311 Absatz 2. Und welches kommt hier in Betracht? Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3? Ja, Nummer 1, Vertragsverhandlungen. Wir haben letzte Woche gesehen, Vertragsverhandlungen heißt, man spricht unter Menschen über den Vertragsgegenstand. Hier haben V und K darüber geredet, Klimaanlage und sowas. Also gab es Vertragsverhandlungen. Also liegt ein Schuldverhältnis nach 311 Absatz 2 Nummer 1 BGB vor. Der Kaufvertrag liegt zwar auch vor, aber der ist zu spät. Als der Kaufvertrag geschlossen worden ist, war die Pflicht schon sozusagen verletzt. Dann brauchen wir eine Pflichtverletzung. Worin könnte die Pflichtverletzung liegen? Gegen welche Pflicht könnte er verstoßen haben? Ja? Ja, er könnte gegen seine Informationspflicht darüber seinen Unfallwagen verstoßen haben. Die Frage ist, woraus ergibt sich diese Pflicht? Ja? Ja, 241 Absatz 2, eine Rücksichtnahmepflicht. Eine Rücksichtnahmepflicht setzt voraus, zunächst mal, dass es überhaupt um Rechte, Rechtsgüter und Interessen geht. Worum geht es hier? Rechte, Rechtsgüter oder Interesse?
oder Rechtsgut, Recht oder Interesse in der Reihenfolge. Ja. Interesse. In der Tat, es ist kein Rechtsgut betroffen, der ist nicht hier in Körper, Leben, Gesundheit oder irgendwas Wichtigem betroffen. Es ist auch kein konkretes Recht betroffen, er hat keinen schuldrechtlichen Anspruch oder irgendwas, sondern es ist nur sein Vermögen und seine Entschließungsfreiheit, ein unerwünschter Vertrag betroffen. Jetzt Rücksichtnahme. Welche Rücksichtnahme kann man hier von einem Verkäufer in einem Fachhandel erwarten? Welche Umstände sind für Sie hier wichtig für die Begründung der Rücksichtnahmepflicht? Was erwartet man da? Ja? Ja, die wahrheitsgetreue Aufklärung über den Zustand des Autos. Wo liegt das Problem? Hat er hier gelogen? Ja, er hat ja was gesagt. Dummerweise nur nicht das, was den Käufer interessierte. Frage, musste er denn etwas sagen über die Eigenschaft des Unfallwagens? Warum musste er etwas sagen über die Eigenschaft des Unfallwagens? Ja? Ja. In der Tat. Also es gibt im Wesentlichen drei Umstände. Erstens hat er überhaupt was gesagt. In dem Moment, wo ich Sachen positiv hervorhebe, muss ich auch die negativen Seiten hervorheben. Zweitens gibt es ein Informationsgefälle, Fachhandel und Normalkäufer. Und drittens ist es ein offensichtlich relevanter Umstand, ob ein Auto ein Unfallwagen ist oder nicht, weil das ein extrem wichtiger Umstand ist. Das heißt, darüber muss man auf jeden Fall aufklären. Diese drei Umstände sprechen dafür, dass er aufklären musste. Gegen diese Aufklärungspflicht hat er verstoßen. Also hat er nicht die Rücksichtnahme genommen, die man von ihm erwarten konnte. Frage, was ist denn der mögliche Schaden hier? Ja? Ja, der Kollege sagt, das ist die Wertdifferenz zwischen dem Eigenschaft des Unfallwagen und der unfallfreien Wagen. Ja? Aha. Und Zeit und Aufwand, den der K betreiben muss, um ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug zu finden. Wir machen jetzt mal einen ganz einfachen Test. Wir machen einen Kausalitätstest. Denken wir uns, der V hätte den K darüber informiert, dass es ein Unfallwagen ist. Was wäre dann passiert? Ja? Er hätte es möglicherweise nicht gekauft. Was ist die andere Variante? Ja? Er hätte es zu einem geringeren Preis gekauft. Das heißt, das ist die Sache, die wir ersetzen müssen. Der Schaden besteht darin, wir müssen hypothetisch gucken, wie wäre der Zustand, wenn richtig aufgeklärt worden wäre. Wenn er nachweisen kann, dass das Auto gar nicht gekauft hätte, muss nach 249 Absatz 1 der Zustand hergestellt werden, als wäre er aufgeklärt worden. Das heißt, er muss so gestellt werden, als hätte er den Vertrag nie geschlossen. Das heißt, der V muss das Auto zurücknehmen und das Geld zurückzahlen. Komplett. Klar? Zweite Frage. Was ist denn hier, wenn er einen niedrigeren Preis bezahlt hätte? Ganz einfach, dann muss V den Unterschiedsbetrag ihm erstatten. Er muss nicht bezahlen, interessanterweise, die Differenz, wie viel das Auto wirklich wert ist. Sondern es kommt nur darauf an, wie viel der K bezahlt hätte, wenn er das gewusst hätte. Das ist das Maßgebliche. Und der K muss beweisen, wie viel das gewesen wäre. Das ist schlichte Kausalität, das ist ein bisschen wie im Strafrecht. Wir denken uns das hinweg und gucken, was dann übrig bleibt. Ja? Sehen Sie, Zivilrecht wie Strafrecht. Aufklärungspflichten grundsätzlich nicht. Meistens mit Zeugen. Man geht dann dahin und sagt, ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und habe gesagt, guck mal, was für ein tolles Auto. Wenn es ein Unfallwagen ist, würde ich es nie kaufen.
Dann sagt man, meine Kumpels, denen habe ich jeden Abend beim Stammtisch gesagt, ich würde nie einen Unfallwagen kaufen. Das kann man beweisen, da gibt es Zeugen für. So, Aufklärungspflichten gibt es grundsätzlich nur bei Nachfrage, außer es gibt einen Wissensvorsprung, eine Gefährdung oder einen engen Kontakt. Eine letzte Folie möchte ich Ihnen noch zeigen. Eine noch. Kommen Sie, das überleben Sie noch. Sie haben letztes Semester gelernt, hoffe ich, dass man, wenn man arglistig getäuscht worden ist, anfechten kann nach 123 BGB. Das setzt voraus, dass man arglistig getäuscht worden ist. Und arglist heißt nichts anderes als Vorsatz. Sie müssen das innerhalb von einem Jahr geltend machen und damit wird Ihre Entschließungsfreiheit geschützt. Bemerkenswerterweise ist für den Antrag, den wir gerade geprüft haben, das aber etwas einfacher. Sie brauchen nur vertreten müssen. Und vertreten müssen heißt einerseits Vorsatz oder Fahrlässigkeit und es heißt zum anderen auch vertreten müssen von Erfüllungsgehilfen. Das haben wir eben gesehen, zum 78. Zum Zweiten, der Anspruch aus 280, den können Sie 3 Jahre lang ab Kenntnis geltend machen und nicht nur ein Jahr. Das heißt, Sie haben 3-mal so lange Zeit. Die Rechtsprechung sagt, das geht aber trotzdem, weil bei 123 kommt es nicht darauf an, ob Sie ein schlechtes Geschäft abgeschlossen haben. Da wird nur Ihr Wille geschützt. Also auch wenn Ihnen jemand einen Ring schenkt und sagt, der ist nur vergoldet und in Wirklichkeit ist er komplett aus Gold, weil er Ihnen was Gutes tun wollte, dann können Sie als Beschenkter deshalb anfechten. Sie können aber keinen Schadensersatz geltend machen, weil Sie ja besser stehen. Und deshalb sagt der BGH, bestehen diese beiden Möglichkeiten nebeneinander. Sie haben also eine Wahl, ob Sie anfechten oder ob Sie die Rückabwicklung als Schadensersatz wollen. Das werden Sie in der AG auch nochmal in einem Fall üben. Das ist aber eine der verwirrendsten Probleme von BGBAT und Schuldrecht. So, morgen wichtige Veranstaltung und alle Professoren sind da. Wenn Sie nicht da sind, dann sind die beleidigt. Und wir sehen uns dann hier normal wieder am Donnerstag.